Oh, jetzt nicht den Julian Bam machen. Nein, Leute, das soll kein Video sein, wie schlecht es mir doch geht oder dass ich eure Hilfe brauche, sondern ich möchte einfach mal aufklären. Ich habe einfach mal eine Umfrage bei der Community-Funktion gemacht, ob ihr eben so ein Video haben wollt und was soll ich sagen? Ja, ihr wollt so ein Video. Das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass niemand weiß, was hinter den Kulissen passiert, beziehungsweise ob überhaupt YouTube lukrativ ist oder nicht. Aber erstmal von Anfang an. Seit über 2 Jahren bin ich jetzt selbstständig, beziehungsweise musste ein Gewerbe anmelden und eigentlich rede ich darüber in der Öffentlichkeit eigentlich so gut wie gar nicht. Außer einmal, da habe ich das Ganze in einem Stream angesprochen, eben wo ich mich eben selbstständig melden wollte. Da habe ich halt eben ein bisschen gestruggelt, ob ich das Ganze machen soll oder nicht. Aber genau das will ich eben ändern und heute spreche ich einfach mal offen darüber, eben um einfach aufzuklären, wie viel verdient man und was für Kosten hat man so. Also zu Beginn erstmal das Langweilige. Wie war es für mich, mich selbstständig zu melden? Ich muss zugeben, zu Beginn war ich sehr unsicher. Ich wusste nicht, was kommt alles auf mich zu, was für Kosten entstehen und kann ich das Ganze überhaupt schaffen. Doch was kann ich jetzt nach über 2 Jahren sagen? Ich habe es keine Sekunde bereut. Es war das Beste, was ich überhaupt gemacht habe. Denn es gibt eine Sache. Hätte ich mich nicht selbstständig gemeldet, hätte ich einfach nichts mehr einnehmen dürfen. Klingt irgendwie logisch, aber was bedeutet das eigentlich in Wirklichkeit? Ich dürfte, wie bereits gesagt, eben nichts mehr einnehmen. Das bedeutet zum einen natürlich keine YouTube-Einnahmen. Das ist okay, kann man natürlich weglassen. Zum anderen darf ich Sponsorings nicht annehmen. Das ist auch irgendwie logisch, weil man da eventuell Geld bekommt, bedeutet, darf ich nicht machen. Aber ihr vergesst eine kleine Sache, und zwar, die Sponsorings von Konami zählen mit dazu. Bedeutet, wenn ich zu Konami eingeladen werde und eben dort zu der Zentrale darf, ist das ein Sponsoring. Wenn ich Produkte 2 Wochen früher öffnen darf, ist das ein Sponsoring. Bedeutet also, das alles würde eben wegfallen. Wie ihr seht, gehört doch etwas mehr dazu, als eben nur die Einnahmen. Und da ich eben etwas erleben wollte, wie zum Beispiel zu Konami fahren oder vielleicht auch wieder zu der ein oder anderen Worlds dürfen, habe ich mich eben dazu entschieden, dass ich eben mich selbstständig melde, weil ich einfach eben viel erleben möchte und gerne alles mitnehmen möchte. Doch, wie läuft es denn? Naja, es läuft eigentlich immer besser, besser und besser. Und ja, ich weiß, ihr wollt Zahlen hören, aber erstmal wollen wir zu einer anderen Thematik. Kann ich von YouTube leben? Die Antwort ist nein. Jedoch ist es auf den ersten Blick schon logisch ersichtlich. Eigentlich kann kein Kanal davon leben, wenn er im Monat nicht mindestens 500.000 Views macht. Natürlich schwanken ist natürlich klar. Das liegt einfach daran, dass man eben bezahlt wird pro Klicks im Schnitt. Bedeutet also, ihr müsstet eine extrem gute Bezahlung haben, dass ihr eben bei 500.000 Klicks davon leben könntet. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel meinen Kanal angucken, wie viel Klicks der ungefähr macht, dann sehen wir einfach schon, dass er so zwischen 500.000 und 100.000 Klicks macht. Bedeutet also, ich bin weit weg von den 500.000 und da ist natürlich klar, dass ich auf keinen Fall davon leben könnte, es sei denn eben die Bezahlung wäre extrem gut, aber kleiner Spoiler, gerade im Yu-Gi-Tubing-Bereich ist das eben nicht der Fall. Aber was sagen denn jetzt die Zahlen? Ich werde jetzt einmal Stück für Stück die Jahre durchgehen und ihr könnt ja einmal mitraten und vielleicht in die Kommentare schreiben, ob ihr eben richtig gelegen habt oder nicht. Fangen wir also mit den Jahre 2020 an und hier habe ich nicht mal einen Gewinn im Jahr von 1.000 Euro gehabt. Hierbei sind dann jedoch alle Kosten schon abgezogen, bedeutet, es ist wirklich der Gewinn und das Geld, was ich am Ende über hatte. Doch was hatte ich eigentlich für große Kosten? Man könnte sich jetzt da denken, was gibt es denn da für Kosten? Du machst Videos, hier zu Hause, fertig, okay, vielleicht Strom, aber letzten Endes hast du keine Kosten. Doch das ist leider falsch, denn es gibt diverse Punkte, die eben Kosten sind. Dazu gehört unter anderem Krankenkasse, ein großes Thema. Dann gehört natürlich der Steuerberater dazu, denn ich kenne mich nicht mit Steuerrecht aus, bedeutet also, ich brauche auch einen Steuerberater. Zusätzlich gibt es die Events. Ja, ich filme gerne auf Events, bedeutet also, ich muss dorthin fahren, Hotel mieten, die Fahrt eben, also auch wieder Kosten. Zusätzlich eben Equipment. Ich hole mir regelmäßig neues Equipment, einfach eben um die Qualität zu verbessern, beziehungsweise eben um Sachen umsetzen zu können, die ich vorher mit dem schlechteren Equipment eben nicht umsetzen konnte. Und zusätzlich natürlich Karten, Requisiten, alles eben, was vor der Kamera zu sehen ist, braucht man ja auch irgendwie. Und auch wenn ich selber nicht so viele Karten immer zu Hause habe, leihe ich mir öfters Karten und die müssen ja auch irgendwie verschickt werden, beziehungsweise eben wieder zurück zum Besitzer geschickt werden und da entstehen ebenfalls viele Kosten. Ja, das war das Jahr 2020. Na, habt ihr richtig gelegen? Jetzt kommen wir natürlich zum Jahr 2021 und ja, ratet mal. Die Antwort ist knapp an der Vierstelligkeit vorbei, also nicht mal ganz 1.000 Euro Gewinn. Immerhin kein Minus, was natürlich immer gut ist, aber eben fast genauso viel wie das Jahr davor. Jedoch muss ich sagen, dass der Umsatz deutlich höher war, aber eben auch die Kosten und dadurch pendelte es sich am Ende eben bei nicht mal 1.000 Euro ein. Doch was hatte ich denn für große Kosten? Naja, zum einen habe ich mir einen Platin Blue Eyes gekauft und ja, der ist ziemlich teuer. Des Weiteren habe ich mir eine Streaming-Kamera gekauft. Des Weiteren habe ich hier mir meinen Mikrofonarm geholt.
geholt, den man hier eben sehen kann. Ebenfalls habe ich die Sealed Only Challenge in dem Jahr gemacht, die ebenfalls sehr viel Geld gekostet hat. Ich meine, Sealed Only ist irgendwie logisch, ne? Man muss viele Produkte kaufen. Dementsprechend hatte man eben viele Kosten. Ich hatte auch mehr Einnahmen, habe aber auch eben dementsprechend mehr Geld ausgegeben, eben um Projekte auf diesem Kanal zu verwirklichen. Und das war das Jahr 2021. Ihr seht schon, diese zwei Jahre sind genauso gelaufen, wie ich es mir eben gehofft habe. Das Hobby YouTube refinanziert sich quasi selbst und ich kann mir eben neues Equipment kaufen oder neue Projekte umsetzen, was sehr, sehr cool ist. Außerdem ist meine Angst vom Anfang halt unbegründet gewesen. Ja, ich schaffe das, die Kosten sind zum Teil natürlich höher, allein eben durch Krankenkasse oder Steuerberater oder ähnliches, aber das Ganze passt auf jeden Fall und funktioniert wirklich gut. Doch kommen wir jetzt zum diesem Jahr und ich muss sagen, holy moly, da hat sich einiges geändert, denn vor allen Dingen YouTube-Einnahmen sind extrem gestiegen. Keine Ahnung warum, aber es ist so, beschweren will man sich da eher weniger. Also wie gesagt, ich weiß nicht wieso, aber in diesem Jahr sind jetzt die Einnahmen schon fast doppelt so hoch wie die ganzen Einnahmen von YouTube im letzten Jahr, was ziemlich krass ist. Und ja, ich weiß, ihr wollt alle Zahlen. Ich habe letztes Jahr mit YouTube im unteren vierstelligen Bereich verdient und jetzt geht es halt eben auf eine mittlere vierstellige Summe zu. Jedoch ist das natürlich nicht der Gewinn, sondern eben Umsatz. Denn auch dieses Jahr habe ich wieder extrem viel Geld ausgegeben, bedeutet am Ende wird es auf jeden Fall nicht der Gewinn werden. Doch was habe ich denn dieses Jahr eigentlich alles ausgegeben? Naja, zum einen die Lichter. Ja, die Lichter waren ziemlich teuer, denn sie sind steuerbar. Klick. Und es klappt natürlich nicht vor für Effekt. Genau, so. Also sind steuerbar. Dementsprechend waren schon ziemlich teuer. Zusätzlich habe ich einen neuen Stuhl. Um genau zu sein, nicht nur einen, sondern zwei. Ja, der ist schon durchgesessen. Yay. Und unter anderem habe ich mir endlich einen Traum erfüllt. Und zwar, ich habe mir endlich ein Gimbal geholt. Gimbals sind teuer, sind praktisch, aber brauchen wir gar nicht so oft. Aber ich habe damit schon einiges gedreht und ich werde eben in Zukunft damit noch viel drehen. Habe viele Ideen, auf jeden Fall cool, dass ich das Ding endlich habe. Ist eben nur möglich, weil eben der Umsatz so gestiegen ist. Jedoch denke ich trotzdem, dass ich dieses Jahr eben die magische vierstellige Gewinnzahl eben erreichen werde. Aber wir werden am Ende sehen, was eben übrig bleibt. Wichtig ist ja nur, dass ich eben kein Minus generiere. So, jetzt will ich aber wissen, habt ihr richtig geraten? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Aber es gibt hier eine kleine Sache nach, und zwar der schlaue Fuchs, dem ist vielleicht aufgefallen, dass ich jetzt drei Jahre lang eben Gewinn gemacht habe. Und jetzt fragt man sich natürlich, wo ist das ganze Geld geblieben? Naja, sie liegen sicher verwahrt auf dem YouTube-Konto, denn man muss immer eine kleine Geldreserve haben. Das ist besonders wichtig, einfach falls eben man spontan eine große Menge an Geld braucht. Sei es zum Beispiel, wenn die Kamera kaputt geht. Ja, was soll ich machen ohne Kamera? Oder wenn der PC kaputt geht. Ja, was soll ich ohne PC machen? Also dementsprechend braucht man eben Rücklagen, eben falls sowas passieren könnte. Außerdem spare ich natürlich im Hintergrund eben wieder für Projekte oder eben für neues Equipment und kaufe mir dann eben wieder was Neues oder setze eben was Neues um. Also Leute, wichtig, Geld sparen. Ja Leute, das war der Überblick. Ich hoffe, ich konnte Licht ins Dunkle bringen und ihr habt jetzt einen kleinen Überblick, was man eventuell so mit YouTubing verdienen kann. Ich bin einfach froh, dass das Ganze sich selbst refinanziert und bin euch wirklich unglaublich dankbar, dass das eben so möglich ist. Ich hoffe, das Video war für euch wirklich interessant und ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.